Hey und herzlich willkommen zu Itilio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und heute zeige ich euch eben, wie ihr die Verknüpfung privater Microsoft-Accounts mit geschäftlichen Azure AD-Accounts deaktivieren könnt. Thomas hat es letzten Freitag schon in den Cloud Uncovered News erwähnt. Im Dezember erscheint die Möglichkeit, dass User ihren persönlichen Microsoft-Account mit ihrem Azure AD-Konto verknüpfen können. Der große Nutzen liegt laut Microsoft darin, dass User so Belohnungspunkte für ihre Bing-Suchen auch mit dem Arbeitskonto sammeln können. Wenn euch das nicht interessiert oder wenn ihr eure User einfach nicht verwirren wollt, führt dieses Skript aus, welches wir euch in der Beschreibung verlinken. Bei der Ausführung werden bei Bedarf ein paar Module installiert, außerdem müsst ihr euch mit einem globalen Admin authentifizieren. Wenn es durchgelaufen ist, erhaltet ihr wie hier bei mir die Meldung, dass das Feature deaktiviert wurde. Wenn ihr das jetzt schon macht, wird das Feature zum Rollout im Dezember auch nicht wieder aktiviert werden. Außerdem soll es laut Microsoft auch die Möglichkeit geben, die Funktion über das Admin Center zu deaktivieren. Die kommt aber erst dann, wenn das Feature an sich verfügbar ist. Und das war's auch schon. Abonniert gerne unseren Kanal für mehr schnelle Tricks, längere Tutorials und auch aktuelle News zu Microsoft Cloud-Lösungen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.